Hallo und willkommen zurück zu The Evil Within. Sind zurück in den Katakomben der Kirche und müssen oder haben beziehungsweise haben rausgefunden, dass wir für den Kistenmann drei weitere oder zwei weitere Platten finden müssen. Und das werden wir jetzt mal tun. Ich werde mal. Ah, da ist eine. Eine Fußfessel. Passt. Ja. Ich gehe da mal links, ne? Weil rechts ist mir zu dunkel, bin ich ganz ehrlich. Ja, toll, super. Müssen wir dann wirklich mit ihm hier kämpfen, ey? Das ist doch voll klein. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht geht es da hinten noch irgendwo weiter. Schauen wir mal. Ich würde nie auf die Idee kommen. Ich würde lieber versuchen, irgendwie rauszukommen hier. Aber doch nicht. Den zu befreien, den Klaus. Okay, das ist Giftgas. Wir werden hier mal das. Basti steht eiskalt da drin. So. Das war ja einfach. So, dann schauen wir mal. Mal dran riechen. Okay. So. Boah, das mit den Türen ist aber auch so fies, dass er die manchmal so langsam aufmacht. Ich weiß nicht, irgendwie bei dem Spiel kriege ich mal Gänsehaut. Nein, sie haben E.T. aufgehangen. Der hat ja echt einen Kopf wie E.T., oder? Nach Hause telefonieren. Entschuldigung. Ich muss mal da ranzoomen, bin ich ganz ehrlich. Ich muss mal eben kurz mir den. Ey, das ist doch E.T., oder? Oh, das Vieh lebt. Das heißt, wir kriegen es nicht nur zu tun mit Klaus, sondern auch mit E.T. Hehe. Ich schieß mal drauf, weil der wird da sowieso kommen, oder? Ich nehme schon mal das Scharfschützengewehr. Toll, dann verbraten wir hier Munition und. Nein, nein, nein. Noch ein E.T. Boah, bitte komm. Uah. Ja, ich werde die ganz be bestimmt nicht befreien, die Säcke. Mit Sicherheit nicht. Da zünde ich lieber mal an, vorsichtshalber. Aber der ist mir so ein bisschen ungeheuer, deswegen werde ich den wahrscheinlich mal erledigen. Ich glaube, der macht sich selbst das Tor auf gleich, wenn ich noch weiter hier rumtrödel. Sterben! So. Wer baut denn solche Fallen, bitte? Ja, du mich auch. Ihr mich auch, ja. Ich glaube, der ist tot. Kannst mich. Ich glaube, ich werde diese Falle mal benutzen für den Dings. Mach die scheiß Lampe. Da liegt eine Spritze drin. Und wofür ist das Rad hier? Oh, geil, bitte. Lass es dafür sein, bitte. Bitte. Wie geil ist das denn? Ich glaube, das hat sich mal so eben erledigt. Boah, wie fies ist das denn, Mann? Alter, wie geil ist das denn? Entschuldigung, ich kriege schon Tränen in den Augen. War das jetzt hier der. War das jetzt hier der Raum? Ja, ich glaube schon, oder? Da sind schon wieder diese. Nein!
Jetzt sagt mir, nein. Jetzt ergibt das auch ein bisschen einen Sinn mit den Zeichen. Ich glaube, diese Zeichen. Ja. Das heißt, sie haben das Kind wahrscheinlich in demselben Krankenhaus bekommen, wo das hier spielt. Und deswegen gibt es auch dieses Zeichen, weil diese Anzeige genau aus demselben Krankenhaus ist. Oh mein Gott. Ja, genau, da treten wir erstmal gegen. Gegen. Die sterben. So. Natürlich nehme ich erstmal das Gierenglibber mit. Die zappeln ja noch. Wie eklig. Boah, wehe, da oben drückt jetzt einer den Knopf, ey. Dann bin ich so am Arsch. So, mal schnell hier alles aufsammeln. Nur hier raus. Ich will nur hier raus. Nur raus hier. Nur raus. Nur hier raus. Nur hier raus. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Geht das jetzt überhaupt mit der Tür auf? Das würde doch gar nicht funktionieren, oder? So, wir haben etliches wieder aufgesammelt. Mal eben schnell nachladen. Sehr schön, wunderbar. Wir haben wieder ein paar Sachen. Ich werde mal da drüben jetzt gleich rüber gehen, aber. Obwohl, hier kann man rein. Ist hier was drin? Bah, fies diese. Bah, ist das ein. Ist das ein fieser Tisch? Bah. Was war das denn? Oh, wir können die Axt mitnehmen. Ja, geil. Das heißt, einen Instant Kill können wir betreiben. Dann werde ich doch mal versuchen, den Instant Kill bei dem Typen zu machen. Aber erstmal gucke ich hier rein. Da gibt es da jetzt dann immer noch was drin. Jawohl, Streichhölzer. Was ist mit ihm denn? Wieso läuft er denn gegen die Wand? Will er mich verarschen? Okay, der ist nicht tot mit einem, oder? Ah, doch. Oh, Gott sei Dank. Puh. Vorsichtshalber. Munitionssparer habe ich gerade bekommen, die Trophäe. Wie cool ist das denn? Ich glaube, das ist, wenn man häufiger, glaube ich, dieses Hackerbeil und sowas benutzt. Ich glaube, dann kriegt man das. Okay, ich werde die Bombe entschärfen, dann haben wir es. Nein! Scheiße, jetzt natürlich auch unsere Lebensender. Nein, fuck. Mann, Gacke, ey. So ein Mist aber auch. Jetzt haben wir so gut hingearbeitet zu diesem. Was liegt denn da? Eine Granate und ein Stuhl, der rot beleuchtet ist. Das ist mein Stuhl, den ich auch zu Hause habe. Mit dem mache ich auch die Let's Plays. Ja, deswegen kriege ich auch immer so unheimlich Gänsehaut. Ja, den habe ich zu Hause. Boah, das war so klar. Das war so klar. Das war. Alter. Das gibt's doch nicht. Ich. Meine Güte. Ach, das kann man. Nee, kann man das zweimal benutzen. Ah, die Tür ist zu, okay. Jetzt hätte ich das jetzt gerne mal ausprobiert. Wo kommt jetzt die Kiste her? Und was macht die? Und wieso ist hier ein Riesensafe? Ich will das gar nicht wissen, was da unten ist, bin ich ganz ehrlich. Kann das sein, dass wir vielleicht. Nein! Was? Nein! Im Leben nicht! Nein! Hä? Wie Gift! Hallo! Hallo! Nicht schleichen! Dreh das Rad! Dreh das Rad! Es steigt aber immer noch. Ich würde aber trotzdem gerne hier alles mitnehmen. Warum hört es nicht auf? Es hört nicht auf. Wow!
Wir sterben. Oh, Gott sei Dank. Kerl, wir sterben, ey. Boah, wir sollen uns echt beeilen. Das Gas steigt hier ganz schön schnell. Oh. Boah, das war knapp. Puh. Okay, da unten scheint es weiterzugehen, wenn ich das richtig sehe. Ich werde aber trotzdem erstmal mich hier umsehen, ob hier vielleicht was liegt irgendwo in den Ecken. In den Ecken, da kannst du dich verstecken. Aber dem ist nicht so okay. Aber dieser Drecksack, war dieser Drecksack von Klaus, ey, dass der einfach mal da oben die Luke schließt. Ich dachte, der wäre da eingeschlossen, aber anscheinend nicht. Dem war wohl nicht so. Oh, da liegt noch ein bisschen Haargel. Das nehmen wir doch direkt mit. Uah. 300 und nochmal 300. Da haben wir wieder 2,7 auf dem Konto für unseren nächsten Friseurbesuch. Und ich sehe eine Bombe. Uah, was machst du denn da? Nein! Geh weg! Können die überhaupt rennen? Ja, können sie. Uah, fuck, vorbei. Boah, wo kommen die denn alle her? Ich hoffe, wir haben den erledigt, den Typen damit. Okay. Gehirnglibber? Immer gut. Aber ich glaube, der ist noch nicht platt, ne? Kann das sein? Nein, der ist noch nicht tot. Hallo, mein Freund. Wie geht's denn so? War der zwei Köpfe? War der zwei Köpfe? Wie eklig ist das denn? War ist der schäbig. Dass die auch so pulsieren, ist ja echt eklig. Oh, wir sollen ja auch auf jeden Fall vorsichtig rumlaufen, weil hier gibt es überall Fallen wahrscheinlich. Nicht nur diese Bomben, sondern auch diese Fäden. Ich frage mich gerade, wo ich hin muss. Ich will jetzt nicht schon irgendwas skripten, weil ich möchte mich doch gerne überall umsehen. Da habe ich immer die meiste Angst vor, dass ich irgendwo hinlaufe und irgendwas verpasse. Uah! Ich habe sie vorhin noch gesehen und erzähle noch über die Bombe und dann laufe ich auch noch fast rein. Ich bin auch ein Held, ey. Mann. Spannender geht's nirgendwo. So, da ist noch Gehirnglibber. So. Okay. Sieht für mich danach aus, als würden wir da irgendwo reinkommen. In den Katakomben der Kirche. Ob es unter den Kirchen wirklich so aussieht? Also ich meine, jetzt in echt. Das wäre echt mal faszinierend zu wissen. Oder zu sehen. Ob es unter den Kirchen so aussieht. Aber ich glaube zwar nicht dran, aber naja, gut. Aber ich würde doch schon gerne mal in so in den Katakomben der Kirche mal rumlaufen, bin ich ganz ehrlich. Okay, die eine Tür öffnet sich, die andere schließt sich. Das ist genau das, was ich gemeint habe gerade. Und ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist, weil das sieht zwar aus wie eine Bombe, wie ein Faden, aber was tut es? Kann man das entschärfen? Ich wusste es, ihr Drecksäcke. Ich werde doch mal ein wenig vorsichtiger langlaufen. Boah, also kommt Klaus definitiv, aber jetzt nicht, sondern wir müssen die beiden Räume ja erstmal untersuchen. Warum stirbt er nicht? Boah, schieße ich auch noch vorbei, ey, ich blöd Mann. Na du? Na, wie geht's denn so?
Worden? Heute schon mal getreten worden. So, Alter, wie cool. Was haben wir denn hier? Oh, Gehirnmasse. Haargel wieder für unsere Frisur und unseren Friseurbesuch. Die sterben. Tut mir leid, du bist zwar eine Missgeburt, aber... Entschuldigung, aber... ich werde die einfach alle anzünden. Da ist sicher, sicher ist sicher. Da brennen sie wenigstens alle. Und somit haben wir dann wenigstens schön... Wenigstens schön... auf der sicheren Seite. So, der ist tot. Der ist auch tot. Und da ist schon wieder eine Tür. Ah, okay. Ich frage mich, warum die keine Beine hatten. Oder zumindest ein Bein abgebissen war. Von was wurde es abgebissen? Das würde ich gerne wissen wollen. Oh, da ist Gehirnmatsche. Da ist wieder Haargel offen. Und da ist eine Statuette. Da müssen wir unbedingt hin. Da müssen wir unbedingt hin. Da ist eine Statue. Und da ist Gehirnmasse, die wir aufsammeln können. Die wir, ja, in der nächsten Folge holen. Und ich würde sagen, dann schaltet ihr da auch wieder ein. Hier bei The Evil Within. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Also, macht's gut. Tschüss.